Herrn Karajan, wie wird man nun Dirigent? Sicherlich nicht, indem man zum Arbeitsamt geht und sagt, ich möchte Dirigent werden. Wie war es denn bei Ihnen? Ja, weil Sie sagen, wie wird man Dirigent? Ich glaube, ich müsste fast sagen, man ist Dirigent oder man ist es nicht. Alles andere lernt man dazu, man wird ausgebildet. Es gibt meiner Meinung nach zwei Eigenschaften, die nicht erlernbar sind. Das ist, wie stark jemand die Musik, die er darstellen will, empfindet. Zweitens, wie groß die Kraft seiner persönlichen Übertragung ist. Das hat nichts mit Zeichen zu tun, das ist einfach von der Person aus, dass er von einer Sache so überzeugt ist, dass er jeden anderen, der dabei mittut, überzeugen kann. Alles andere sind natürlich Sachen, die man lernen kann. Sie können die Art, wie man vielleicht, ich bin völlig dagegen, was man Schlagtechnik nennt, wir kommen mal später noch darauf zurück, aber das sind alles erlernbare Sachen. Nur das wirklich Wesentliche ist, glaube ich, nicht zu erlernen. Sie kamen zwar nicht aus einer Musikerfamilie, aber aus einer sehr musikalischen Familie. Ja, die Familie war wie eigentlich alle diese, die österreichische Intelligenz war natürlich sehr an Musik gebunden. Mein Vater spielte Klarinette zur Entspannung und Erholung. Da ging man bald ins Theater und spielte die Operette oder die da war. Und der andere war natürlich froh, dass er seinen Dienst nicht brauchen muss. Verzeihen Sie, man müsste vielleicht dazu sagen, er war Chefarzt in einem Zuerst Chefchirurg und im Verlauf seines Lebens wurde er dann außerdem noch Direktor des Johannspitals in Salzburg. Und ein bedeutender Kropfspezialist, habe ich gelesen. Ja, das war damals eine häufige Krankheit. Er war noch mehr als Arzt, er war Mensch. Und das haben alle Leute, die mit ihm zu tun gehabt haben, die operiert worden sind, immer wieder anerkannt. Die tiefe menschliche Beziehung, die er mit seinen Patienten, da muss ich sagen, ich habe ihn lange nicht wirklich richtig erkannt, aber zum Schluss weiß ich und er war mein Vorbild. Hat er Ihre musikalischen Ziele sehr gefördert? Ja, oder wollte er lieber nein, er war im Grunde genommen war er selig. Nur er sagte, ich weiß nicht, ob das wirklich für dich ist. Kannst du nicht versuchen, zumindest einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen und versuch's wenigstens. Da habe ich 3,5 Semester Technik studiert, was mich persönlich sehr interessiert hat, weil ich immer den Sachen verbunden war und verbunden geblieben bin bis heute. Aber es war dann eigentlich etwas ganz anderes. Ich wollte nicht Musiker werden, sondern ich habe gesehen, dass ich nichts anderes leben kann als Musik machen. Ja. Und das ist, glaube ich, das viel stärkere Bindung. Ich habe dasselbe meiner Tochter gesagt, wie sie mir gesagt hat, ich möchte Schauspielerin. Wenn du sicher bist, dass du anders nicht kannst, dann tu es. Dann ist es bestimmt und auch wenn es nicht zu dem Ziel führt, das man zuerst vielleicht gedacht hat. Ja. Waren Sie das, was man im Rosenkavalier nennt, einen jungen Mann aus großem Haus? Na, gar nicht. Ich habe überhaupt nichts draus gemacht. Wie Sie die Sache mit dem gesellschaftlichen Ding, das hat mir überhaupt nichts gesagt. Und das sagt mir heute noch nichts. Ja. Als Bub von 6 Jahren waren Sie das erste Mal quasi ein Zeuge des Jahrhunderts im Sommer 1914. Was haben Sie da gesehen? Wir waren, mein Bruder und ich, mit unserer Mutter in einem kleinen Erholungsort am Meer. Das ist der Kanal von Adria. Ja, der Kanal von Fasana, der das Festland mit einer Insel verbindet, die dann sehr bekannt geworden ist, dadurch, dass sie als Sommerwohnsitz von Tito gedient hat, die hieß Brioni. Damals stand nur ein Hotel auf. Jedenfalls, wir wohnten da und plötzlich erschien ein Onkel von uns. Und ich merkte an dem Gehaben, dass irgendetwas in der Luft, Kinder sind ja dafür wahnsinnig empfindlich, wie ein Barometer. Es wurde eigentlich nicht dafür gesprochen mit meiner Mutter. Er war gesandt, um uns heraufzubringen, wenn irgendwelche Kriegsereignisse uns Schwierigkeiten bei der Heimkehr machen. Und nachmittags nach seiner Ankunft sahen wir plötzlich 4 Kriegsschiffe durch den Kanal fahren, mit den Flaggen auf Halbmast. Und das hat mir also wirklich ungeheuer stark ans Herz gegriffen. Ich sah diesen ungewohnten Anblick und hörte meinen Onkel sagen,
jetzt gibt's Krieg. Ich kannte das Wort nicht, ich wusste nicht seine Bedeutung. Es hat mir wirklich ungeheuer beeindruckt. Und alles, was dann war, war eine Folge dieser Eindrucks. Was war denn, das hatte doch wohl eine besondere Bewandtnis mit diesen vier Kriegsschiffen. Ja, es wurde die Leiche des ermordeten Thronfolgers von Sarajevo nach Wien überführt. Ja. Ich wusste, da geschieht etwas und die Zeit, die danach kommt, ist anders wie. Es war einfach richtig ein Schnitt durch. Man sagt ja jedem Anfängen einen Beruf als Trost, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Wie waren denn Ihre Lehrjahre in Ulm? Ja, wir haben ganz einfach, ich hatte das Glück, einen Kollegen zu haben, wir waren gleichgestellte Kapellmeister. Nicht? Beide so jung? Aber wenig älter. Er musste dann aus Deutschland heraus, weil er Jude war. Wir waren sehr befreundet und haben uns gegenseitig geholfen, wo es ging. Ich weiß, dass er heute in San Francisco lebt. Und ich habe ihn noch, hoffe, ihn noch einmal heuer im Sommer zu sehen. Mit einem Wort, wir haben uns das Repertoire geteilt, nicht? Und haben dann jeder ungefähr 4 bis 5 Opern neu einstudieren müssen in einem Jahr. Nicht? Ja. Das ging so, dass man natürlicherweise, man war sein Dirigent, man war sein eigener Chorrepetitor, man war sein eigener Chordirektor. Wir haben die extra Chöre, die es in jedem Theater gibt, weil unser Chor bestand aus 16, also 8 Damen und 8 Herren. Nun, die Brügge-Szene von Meistersingern kann man damit nicht singen. Und da wurden sie verstärkt mit Leuten, die prinzipiell keine Noten lesen konnten. Man musste also Nacht des Tages Arbeit dann mit denen den Abend verbringen, dass man ihnen das einfach so oft vorspielte, wie überhaupt es notwendig war, um sie ins Gedächtnis zu bringen. Es war also, wie gesagt, nicht nur Extrakurs, sondern es waren auch Leute, die zu uns gekommen sind. Stellen Sie sich vor, es war ein Theater, das natürlich hauptsächlich mit Anfängern und mit ganz ausgesungenen Leuten bestückt war. Da kam bei der Rosenkavalier-Einstudierung einmal rein und sagte, ich singe den Ochs von Lerchenau, aber ich muss Ihnen sagen, ich kann nicht Noten lesen. Sag ich, na, das ist wunderbar, dann werden Sie nichts Falsches bis jetzt gelernt haben und dann werden wir es zusammen machen. Und ich habe es ihm einfach vorgespielt, bis er es auswendig gekannt hat. Das waren ungefähr, kann ich mich noch erinnern, 75 Soloproben nur von ihm, bevor wir natürlicherweise auf die Stellproben für die Darstellung gehen. Aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, wie so und so viele andere Opern, die man damals selbst einstudieren musste, dass, wenn Sie mich heute um 4 nachts aufwecken und singen mir 2 oder 3 Worte vor, weiß ich, wie es weitergeht. Und das hat man, ich glaube, das ist eine absolute Bedingung, die genaueste Beherrschung, wirklich gedächtnismäßige Beherrschung. Denn wenn Sie später so und so viele Dinge machen müssen, man hat keine Zeit mehr zu einer Vorbereitung, wie Sie, vor allem von der Kenntnis der Partitur, das muss in den ersten Jahrzehnten gelehrt werden. Ja. Nach 5 Jahren hat der Ulmer Intendant Ihren Kapellmeistervertrag nicht verlängert. Gab es da einen Grund dafür? Ja, er hat mir gesagt, ich halte Sie wirklich für ein Talent und Sie können hier nicht versauern. Ich verlängere Ihren Vertrag nicht, auch wenn Sie nichts haben. Haben Sie gleich was anderes gefunden? Das war im April, ich bin nach Berlin und habe mir, wie das üblich war, in dem sogenannten paritätischen Bühnennachweis, da war es, es war eigentlich eine Börse für Sänger, und habe mich da gemeldet, habe gesagt, ich stehe zur Verfügung zum Begleiten, nicht, für Sänger, habe das 3 Monate gemacht. Und dann wurde mir natürlich den einzelnen Intendanten vorgestellt, es waren keine Vakanzen. Und zum Schluss kam einer, der hatte in Aachen eine Vakanz, und ich habe, ich war so versessen darauf, wieder zur Arbeit zu kommen, dass ich merkte gleich, der ist nicht ein sehr willensstarker Mensch. Und ich bin sicher heute, ich habe den Mann hypnotisiert. Und er hat gesagt, du wirst mir die Möglichkeit geben, dort zumindest ein Probe-Gastspiel zu machen. Und so ist geschehen. Was war das denn?
Ich musste eine Probe machen. Da war unter anderem, habe ich eine Sinfonie von Mozart angesetzt, damit hat man angefangen. Haffner-Sinfonie kam vor das Orchester und sagte, wir fangen damit an. Meine Herren, kennen Sie das Stück? Habe ich gesagt, nein. So, frech, wie ich natürlich damals war, wie ich gesagt habe, vom Komponisten haben Sie schon mal gehört. Ja, und dann ging es los. Dann haben wir probiert und gespielt. Das Orchester war natürlicherweise gegen mich. Ich war viel zu jung. 26. Und sie haben natürlich, ein Orchester hat ein feines Gefühl dafür, wie viele Proben es gibt oder geben wird. Und das war ihnen schon durchaus unangenehm. Sie haben dann gesagt, ja, wir möchten einen älteren, reiferen Herrn haben, der uns an der Spitze des Taktstockes ablesen lässt, was für Absichten er hatte. Aber glücklicherweise war in der, das Aachener Musikleben war geteilt. Es war, auf der einen Seite war es das Theater. Und auf der anderen Seite, was die Musikdirektion da saß, als Direktor ein ehemaliger Berliner Philharmoniker. Und der hat dem Oberbürgermeister gesagt, Herr Oberbürgermeister, das ist ein wirkliches Talent, Sie müssen den Mann nehmen. Und dann darauf habe ich den Posten bekommen. Ein halbes Jahr später war ich ja schon dann Generalmusikdirektor, weil der damalige in Ruhestand ging. Also ich hatte den ganzen Apparat. Und das können Sie sich ja vorstellen, das war für mich ein ungeheures Glück. Genau ein Jahr, nachdem ich in Ulm wegging, mit 100 Mark Monatsgehalt. In Ulm? Mit 100 Mark Monatsgehalt. Mein Mittagessen hat 35 Pfennig gekostet. Können Sie sich erinnern, was haben Sie dann in Aachen verdient? In Aachen habe ich, wie ich Generalmusikdirektor wurde, hatte ich dann gegen 20.000 Mark. Im Jahr? Ja. Statt 1.220.000. Aber es war, die Erfüllung, es war doch immerhin sehr, schon ein recht respektables Orchester. Es war ein fabelhafter Gesangverein. Da. Ja, einen berühmten Chor hatte Aachen damals. Ja, berühmte Chor. Und ich war einfach, ich hatte das alles zu meiner Verfügung und habe es also wirklich ungeheuer. Das war einer meiner glücklichsten Augenblicke, wie ich diesen, ich war der jüngste Generalmusikdirektor mit 26 Jahren. Der jüngste in Deutschland? In Deutschland, ja. Herr von Karajan, Sie waren noch der Musikchef in Aachen, da zeichnete sich bereits die nächste entscheidende Station ab, nämlich Berlin. Wie wird man mit einem Schlag berühmt in der Reichshauptstadt Berlin? Wie haben Sie das geschafft? Ja, es wurde damals, wurden sehr viele Dirigenten eingeladen, weil, ich weiß nicht mehr, wer es war, Kleiber und Blech gingen ja weg, und die Intendanz suchte natürlich... Mussten gehen, ne? Ja, wussten wir, ja. Ich weiß nicht, ich kann mich nur genau erinnern, aber jedenfalls, es wurde ein Posten gesucht und es haben sehr viele dirigiert, zum Schluss auch ich. Und schon das Gastspiel war natürlich nicht ganz einfach, es zu arrangieren, weil ich war einer unter, sagen wir, 36. Und da kam ein Brief, nicht vom Intendanten, sondern von einem Mitarbeiter, Herr Generalintendant Dietjen, lässt fragen, ob Sie an dem Dirigieren einer Oper, das war eine Uraufführung geplant, Interesse haben. Und ich habe gleich frech, ich war auch wieder von meinem Sekretär erscheinen, ich möchte ihn melden von Herrn von Karajan, dass er sicher interessiert sein wird. Er bittet zuerst um Übersendung der Partitur. Die haben gedacht, wir müssen das einfach so annehmen. Und dann wurde es immer komplizierter, da habe ich gesagt, ja, aber ich möchte, damit das Publikum mich kennenlernt, nicht mit so etwas anfangen, sondern ich möchte drei Werke zuerst aus dem Repertoire dirigieren, die sind Fidelio, Tristan und Meistersinger. Da wurde mir gesagt, also der Intendant hat das selbst inszeniert und das käme nicht in Frage, dann habe ich drauf geschrieben, bitte, dann bitte ich auf meine Mitwirkung zu verzichten. Und es wäre mir lieber gewesen, es nicht zu tun, als ich wusste, dass in einer schlechten Situation da ein Gastspiel zu machen. Das ist dann immer wieder verschoben worden und zum Schluss hat mir der Intendant diese ich habe dann gesagt, das ist keine Forderung, sondern eine Bitte, dann wurde es also gewährt und da war mein erstes Dirigieren Fidelio. Dietjen muss ja ein allmächtiger Mann damals gewesen sein, in Berlin. Ja, Sie wissen, dass man immer gesagt hat, hat Dietjen je gelebt, weil er war unsichtbar,
Das war alles in Mysterien gehüllt. Man kam zu ihm erst herein, wenn zuerst die rote Lampe und dann die gelbe und dann die grüne gebrannt hat, dann flogen die Türen auf. Das war alles so etwas mit einem grundgenommen sinnlosen Pomp aufgemacht. Aber verzeihen Sie, er war doch auch Dirigent ursprünglich gewesen, nicht? Er war Dirigent und hat in Bayreuth dirigiert. Und inszeniert. Und inszeniert, ja. Ein Vorläufer Karajan. Ja, wenn Sie so wollen. Ja, na gut. In Berlin gab es aber damals noch einen unantastbaren musikalischen Herrscher, nämlich Wilhelm Furtwängler. Über Furtwänglers Verhältnis zu Ihnen und Ihres zu Furtwängler hört und liest man nur immer Andeutungen. Wie gut oder wie schlecht war das wirklich? Ja, bitte, wir haben uns ja nicht persönlich gekannt. Nein? Nein. Sie meinen, Sie haben ihn nie gesehen? Nein, ich habe ihn in unzähligen Konzerten gesehen. Wir haben zusammen nie gesprochen. Schauen Sie, ich war ganz einfach... Es gab nie eine Unterredung zwischen Ihnen und dem Vortrag? Viel später. Ach was. Ich habe mit ihm zum ersten Mal gesprochen, nachdem das alles vorbei war, also nach dem Krieg. Wie wir in einer zusammen, also jeder von uns, einen Vertrag mit der EMI, also mit der englischen Gesellschaft gemacht hat. Vorher nicht. Sie waren damals in Berlin bald ein prominenter Mann. Da werden Sie auch zwangsläufig mit den obersten Nazis zusammengekommen sein. Wie war das denn? Nee, mit dem bin ich nicht zusammengekommen. Nein? Ich habe mit Hitler gesprochen, vielleicht 3 Minuten, in der Pause von Meistersinger. Da wissen Sie, was passiert ist. Der Bockelmann, der den Sachs sang, der sehr gerne von dem Alkohol zusprach, hat sich in den Schusterliedern geirrt. Und es hat einen Moment lang eine, wenn man sagen, kritische Situation gegeben. Was heißt, er hat sich geirrt? Er hat nicht fast geschmissen, er hat einfach plötzlich im dritten Vers weitergesungen statt im zweiten. Ne? Und ich habe das mit einiger Gegenwart ausgeglichen. Das gab einen kritischen Moment, den wenn man sagen, jemand, der das Stück genau kannte, natürlich gehört hat, aber dann war es wieder im Gleis. Und da hat ihm jemand zugeflüstert, das ist deswegen, weil er auswendig dirigieren muss. Und da hat, ich glaube, der Minister Goebbels hat gesagt, ja, also man muss ihm sagen, dass er von jetzt ab mit einer Partitur dirigiert. Dann habe ich dem, lag das nächste Mal eine Partitur da, ich habe sie genommen, habe sie einmal umgedreht nach rückwärts und habe weiter dirigiert. Was mich nicht gerade sehr beliebt gemacht hat, aber darin kann mir kein Mensch Vorschriften machen, was ich zu tun habe. Nicht? Ihre Berührungen mit den Nazis mussten Sie nach dem Krieg mit einem mehrjährigen Berufsverbot bezahlen. Wie ging es Ihnen da? Verzeihen Sie, das muss ich richtigstellen. Bitte? Ich bin nach dem Krieg in einem offenen Viehwagen, habe ich ein Rückführungskommando gehabt, weil ich sehr befreundet mit einem Engländer war in Dresden. Ich bin da hingekommen, habe dirigiert und dann gesagt, ich muss jetzt nach Hause, habe ausgezeichnet. Seien Sie, ich muss das, Sie waren zu Ende des Krieges in Italien? Ich war in Italien, ja. Und habe die, da ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Ich habe den Sommer, den Frühling und den Sommer in Mailand verbracht. Wir waren da in einem, also wirklich, sechstklassigen Hotel untergebracht. Das hieß das österreichische Befreiungskomitee und da haben wir gewohnt. Wir haben effektiv vielleicht manchmal das zu essen bekommen, was die anderen übrig gelassen haben. Und ich habe regelrecht gehungert. Und ich will Ihnen sagen, ich wollte nichts machen, was nicht wirklich mit meinem Beruf zu tun hatte. Und von allen Freunden, die man hatte, hat sich kein einziger mehr gemerkt. Jeder hat Angst gehabt, dass er, wenn er mit ihnen zu tun hat, es ihm angekreidet wird. Und da werden sie alle feig. Und plötzlich habe ich eine sehr ansehnliche Geldsumme bekommen. Anonym. 5 Jahre später habe ich gewusst, das war von Edwin Fischer. Edwin Fischer war einer der Pianisten, mit dem ich öfters gespielt habe, waren sehr befreundet. Er wollte nicht einmal seinen Namen sagen, damit ich mich nicht verbunden fühle. Sehen Sie, das ist wirklich menschlich. Was gab es denn für Einwände gegen Sie?
Ja gut, schauen Sie, Einwände, es wurden alle möglichen Leute gehört. Die Infamie bei dem ganzen Vorgehen war ja die, dass man immer eine Sache ins Licht gebracht hat, ohne zu fragen, ob das richtig ist oder nicht. Dann wurde darum geredet und wenn Sie nicht schuldig waren, hat kein Mensch von denen, die Sie zuerst diffamiert haben, gesagt, das war ein Irrtum. Das ist dann in der Luft stehen geblieben. Es ist ja eine Kommission nach Aachen geschickt worden, weil man gesagt hat, ich war bei der SS. Ich weiß ganz genau, warum das war, weil mein damaliger Agent war bei der SS und es hat sich später herausgestellt, dass er dazu beigetreten ist. Es war ein ausgezeichneter, in dem Sinn nicht Impresario, sondern ein Freund, verstehen Sie, der ihnen geholfen hat. Der hat gesagt, ich habe es deswegen getan, weil dadurch konnte ich verhindern, dass Leute verhaftet werden oder auch nie mehr ins Ausland dürften, wegen eines falschen Gerüchtes. Ja? Und dann hat man gesagt, also da, das war die Verbindung, ich sei gewesen, da ging eine amerikanische Kommission, die hat 3 Wochen in Aachen herumgestöbert, sie haben nichts gefunden. Aber wie sie zurückgekommen ist, haben sie nicht gesagt, dass sie nichts gefunden haben. Nicht? Nun hat es damals das heutige Modewort Massenmedien noch nicht gegeben, aber Sie haben damals angefangen, Ihre erste große Tätigkeit für die Massenmedien, nämlich für die Schallplatte in London mit dem Philharmonia-Orchester, das ein reines Schallplattenorchester gewesen ist. Ja, das war eine Schöpfung von Walter Legge, der ja ein allgemein bekannter Charakter in dem ganzen Musikleben ist. Wir haben von Anfang an sofort einen großen Kontakt gehabt, weil wir in Dingen der Musik eigentlich gleich gedacht haben. Eines Tages haben Sie Ihren Vertrag mit Legge gelöst. Warum? Ja, das war das einfach, weil die Berliner gekommen sind. Das wäre zusammen nicht möglich gewesen. Sie meinen, dass Sie gleichzeitig das Philharmonieorchester... Schauen Sie, bei den Berlinern ist es eine andere Sache gewesen. Ich bin in Berührung gekommen mit Ihnen, ich glaube, 3 oder 4 Jahre, nachdem ich zuerst nach Berlin gekommen ist. Es war ein Konzert, das wir gemacht haben. Es war ein normales Abonnementkonzert. Da war von vornherein irgendetwas bei mir klar, dass das möchte ich wirklich haben. Also ich war wie verwandelt. Ich habe gesehen, die Möglichkeiten, die da noch drinnen sind. Und wie gesagt, ob das hier wird oder anders oder in Amerika, das ist alles gleich. Dieses Orchester möchte ich eines Tages wirklich haben. Und wie natürlich dann die Gelegenheit gekommen ist, habe ich den Walter sagen müssen, du, das kann nicht zusammengehen, denn ich wusste, wenn ich das habe, wird alles andere wahrscheinlich einen viel geringeren Einfluss haben und ich muss viel mehr Zeit geben. Sie sollten jetzt vielleicht doch noch sagen, auch für jüngere Zuschauer, was da geschehen war, dass die Berufung nach Berlin kommen konnte. Der Tod von Furtwängler, ganz klar. Nun waren Sie damals ja schon engagiert in vielen Musikzentren der Welt. In Wien, in Salzburg als künstlerischer Leiter der Salzburger Festspiele, in Mailand, in London damals ja noch. Ja, das war aber eigentlich so alles. Es ist natürlich maßlos übertrieben worden. Jeder hat gesagt, ich bin der Generalmusikleiter der Welt oder irgendwas. Das ist es, gab auch viele Witze damals. Fällt Ihnen noch einer ein? Naja, ich habe überall zu tun, das wisst ihr, aber das ist ja immerhin schon alt. Die Geschichte mit dem Taxichauffeur, nicht? Ja. Sie stürzen in ein Taxi. Sag, wohin soll ich fahren? Überall, man braucht mich überall. Wenn Sie heute zurückschauen auf diese Zeit dieser ungeheuren Beschäftigung auf der halben Welt, was denken Sie darüber? Sicher, dass es notwendig war, um mich zu überzeugen vom Wert und vom Unwert dieser natürlich viel zu groß aufgezogenen Sache. Es hat den riesigen Vorteil gehabt, dass wie der Ruf der Berliner Philharmoniker an mich gekommen ist, ich eigentlich innerlich mit diesen Sachen fertig war und wusste, ich will eine einzige Sache wirklich. Und das, glaube ich, kann jeder mir bezeugen, dass ich dieser Sache treu war, nachdem ich sie jetzt 27 Jahre doch mit der fast ausschließlichen Bindung geführt habe. An Berlin und an Salzburg? An Salzburg, na ja gut, aber das ist ja ein Konzertorchester. In dem Sinn ist ja nichts anderes, was annähernd die Zahl, es geht ja in die tausende Konzerte, nicht? Das ist eine Station, die sein musste, um, wollen wir sagen, meine Unrast
die man in diesen Jahren hat, abzuschütteln und genau zu zeigen, wo liegen die wesentlichen Werte. Sehen Sie, ich bin damals vielleicht draufgekommen, dass es nicht darauf ankommt, in wie vielen Städten und mit wie vielen verschiedenen Orchestern zu dirigieren, sondern was dabei für einen selbst herauskommt und die Konvertierung meiner eigenen Person, dass mir eigentlich die innere Vorbereitung viel wesentlicher geworden ist als die tatsächliche Ausführung mit noch so verschiedenen Orchestern. Man kann das nicht. Ich habe einmal gesagt, ich habe eine mohammedanische Seele, ich kann es mit 5 Frauen, aber heute würde ich sagen, es geht doch nicht. Ja, ich muss jetzt noch eine sehr österreichische Frage stellen. Sie sind Österreicher und damit Staatsbürger einer Republik, die beim Ende der Monarchie nach 1918 den Adel samt den Adelsprädikaten abgeschafft und verboten hat. Wie ist es Ihnen gelungen, dass auch die höchsten Repräsentanten der Republik Österreich den Namen Herbert von Karajan so mühelos verwenden und aussprechen, auch der ORF und alle Zeitungen, obwohl sie damit alle gegen ein Gesetz verstoßen? Ja, aber das ist ganz, ganz einfach. Das ist nicht ein österreichischer Adel, das ist ein deutscher Adel. Die Familie, die besonders bewandert und auch in Erfindungen von Tuchwebereien in Griechenland war, ist zu einem gewissen Zeitpunkt, das ist um 1670 oder irgendwas, ausgewandert und ist nach Chemnitz gegangen und hat dort, weil man besonders begierig war, dieses... Sie sind ein halber Sachse? Ich bin halber Sachse, ich kann nicht Sächsisch, aber ich schätze die sächsischen Witze besonders. Nur, sie waren also da und dann hat man sie, ich glaube, es war es Augustus-Starke oder irgendjemand, für die Verdienste, die sie gehabt haben, hat man sie zu deutschen Reichsrittern gemacht. Nicht? Ja. Ein Teil der Familie ist dann nach Wien ausgewandert und haben sich dort ansässig gemacht. Mein Großvater hat ein sehr verdienstvolles Amt gehabt. Er war eigentlich der Inspektor über das ganze österreichische Gesundheitswesen. Alles, was mit Sanität und so weiter zu tun hatte. Und er sollte deswegen auch geadelt werden. Man hat ihm die Baronie angetragen und mit einer rührenden Bescheidenheit hat er gesagt, das ist nicht, was mir zusteht. Aber wenn Sie mich, was dann geschehen ist, als Ritter, Edler von Karajan, allen bin ich höchst dankbar. Dieser natürlicherweise ist dann nach der Revolution aufgehoben worden. Also das Rätsel löst sich auf sehr einfache Weise. Ja. Wir haben das Jahr 1951 jetzt glatt übersprungen. Das war die Eröffnung, glaube ich, der neuen Bayreuther Festspiele. Ich glaube, es war 1951. Ja. Und Sie waren daran beteiligt mit den Meistersingen. Sie sind danach aber später nicht mehr nach Bayreuth gegangen und seid nie mehr... Doch, schon. Ich habe noch im nächsten Jahr den Tristan dirigiert. Im nächsten Jahr noch, Entschuldigung, ja. Ja. Also in 2 Sommern und dann nie mehr. Und dann nie mehr, ja, stimmt. Und was hat das für Gründe gehabt? Schauen Sie, damals fing bei mir an, sich die Wendung abzuzeichnen, dass es mir immer unmöglicher wurde, mit einem Regisseur zu arbeiten. Weil in diesem Fall mit Wieland Wagner? In diesem Fall mit Wieland Wagner. Weil einfach die Konzeption, die ich von Musik hatte, sich dann an den betreffenden Inszenierungen so gestoßen hat, dass ich die Musik nicht mehr dirigieren konnte. Ihre Unzufriedenheit mit anderen Regisseuren, hat sich die bei Wieland Wagner ganz besonders manifestiert? Bitte, ich würde von vornherein sagen, es ist nicht Unzufriedenheit. Es ist nicht Unzufriedenheit, sondern einfach die Vereinigung der beiden Standpunkte war nicht möglich. Ja. Er hat in seiner Sache genau das geleistet, was so und so viele andere in der Erneuerung. Mir steht auch keine Kritik zu. Lassen Sie mich ganz einfach fragen. Ja? Hat es Ihnen gefallen, was er gemacht hat? Was er gemacht hat? Ja. Nein, es war mir fremd. Ich habe verstanden, was er wollte. Ja. Es hat mit der Musik, die ich dazu zu tun hatte, nicht das Geld. Ich habe ihm einmal gesagt, Sie müssen sich eine eigene Musik schreiben. Denn die Musik, die wir sicher von Wagner durch die Interpretationen und durch seine ganz klaren Vorschriften haben, die ist für das, was Sie wollen, eigentlich nicht geeignet. Aber das hat wirklich mit Kritik an der Sache nichts zu tun. Er hat sein Werk so gemacht, nur es hat keinen Zweck, wenn man nennt. Ich bin normalerweise, bin ich ein Mensch, der
Toleranz, das ist eines der obersten Grundsätze. Ich wusste auch, nicht, auch in künstlerischen Dingen? Ja, Toleranz, wenn ich weiß, dass das echt gemeint ist. Ich werde unduldsam, wenn ein Mensch nicht weiß, was er sagen soll, wie er sagen soll. Wenn jemand also wirklich hundertprozentig für mein Gefühl daneben haut, kann er auch recht haben. Wer will jemals sagen, wer hat recht? Herr von Karajan, von welchen Dirigenten haben Sie gelernt und was? Von sehr vielen, im Grunde genommen. Also wenn ich vom Beginn meiner Laufbahn anfangen würde, sind die wesentlichen Einflüsse Franz Schalk, Richard Strauss. Das ist die Wiener Zeit gewesen. Und dann natürlich die zwei für mich absolut entscheidenden Sachen war Furtwängler und Toscanini. Und ich habe immer versucht, die besten Eigenschaften der beiden zu verbinden. Ich kann nicht feststellen, wie weit mir das gelungen ist, ja. Aber das war mein Ziel und mein Vorbild, weil erstens einmal die wirkliche Genauigkeit von Toscanini, die absolute Unerbittlichkeit in der Darstellung einer Sache, er hat es einfach nicht vertragen können, wenn es nicht rhythmisch vor allem wirklich vollkommen probiert war. Und auf der anderen Seite Furtwängler, der ja wahrscheinlich als erster wirklich das Orchester teilnehmen ließ an seiner Direktion. Sehen Sie, ich habe, man könnte fast sagen, unzählige Konzerte von Furtwängler gehört und sein Konzertmeister, der ist ja noch 5 Jahre bei uns gewesen, Boris. Und ich habe viel mit ihm gesprochen, wie das gewesen ist und er hat ja auch selbst gesagt, Sie Furtwängler hat eine Sache gehabt, wenn zum typischen Übergänge in den romantischen Symphonien, wo eine Sache zu Ende gekommen ist und langsam es quasi ins Nichts absinkt und daraus diese magischen Momente, die für uns alle faszinierend sind, da hat er eigentlich die Entscheidung dem Orchester überlassen. Und Boris hat mir dann selbst gesagt, dann hat er mich also sozusagen hilfeflehend angeschaut und dann habe ich den einen kleinen Stoß gegeben, damit es weitergeht. Es war ja natürlich nicht Schwäche, dass ich nicht entscheiden konnte, sondern er wollte möglichst lange in diesem Zwielicht bleiben, bevor er dann wieder den neuen Gedanken angefangen hat. Das hat er sicher in seiner ganzen Zeit hat er das mit den beiden Orchestern, die sich ja darin sehr nah verwandt die sind, Berlin die Berliner, ja. Hat er es wirklich zu seiner Perfektion gebracht. Ja. Ne? Gibt es so etwas bei Ihnen auch, dass Sie, oder gibt es das bei Ihnen auch, dass Sie dem Orchester den Vortritt lassen? Es gibt dann ein Moment, wo es fast zum Stillstand kommt und das spüren dann alle. Das kann man machen. Sie können auf der anderen Seite, wo es notwendig ist, hat man eben seine eigene Entscheidung zu treffen. Die ist in den meisten Fällen vollkommen klar. Wie bei allen Sachen, es kommt ja darauf an, wo es gemacht wird. Nicht? Ob es die Musik verlangt und sicher ist, gerade die romantische Musik dafür besonders aufschlussreich und gibt eben Dinge her, die, wenn sie nicht gemacht werden, wirklich nicht überzeugend sind. Ja. Aber Sie können zum Beispiel bei, man hat doch immer gesprochen von dem Einfluss der Dirigenten auf das Publikum und da gibt es doch die Geschichte von Arthur Nikisch in einem Konzert und er sitzt natürlicherweise in Leipzig ein sächsisches Ehepaar, nicht? Und man hat immer davon gesprochen, dass er ein faszinierender Dirigent war, nicht? Das war so ein Beiwort für ihn und er sitzt also das Ehepaar und wie es losgeht, klopft der Mann leise auf die Schulter der Frau und sagt, du sag mir, wenn er zu faszinieren anfängt. Jetzt muss ich auch noch eine Geschichte erzählen, und zwar von Richard Strauss, die sich immer wiederholt. Richard Strauss dirigiert ein eigenes Werk und sagt zum Orchester,
Ich kenne das Stück, Sie kennen das Stück. Wir brauchen eigentlich gar nicht proben. Und am Abend ist es dann doch eine hinreißende Aufführung geworden. Käme so etwas bei Ihnen auch vor? Nein, aber ich war dabei. Wir haben uns also hineingeschwindelt in die Oper, weil wir wussten... Das heißt geschwindelt? Sie haben sich... Das muss sehr früh gewesen sein. Wie ich Student war. Ah, ja. Nicht? Und wir kannten alle diese Schleichwege da, weil man drin, als der Strauß kam und dirigierte Elektra. Nicht? Und hat effektiv mit dem Auftakt angefangen, diesen drei Forte-Schlägen, wie das vorbei ist. Er sagte, hat jemand das Stück noch nicht gespielt? Dann sagte er, nein, danke vielmals. Wir waren entsetzt, vor allem waren wir enttäuscht, wir wollten seine Probe hören. Aber es ist dann in einer anderen Weise auf mich zurückgekommen. Für seinen 75. Geburtstag waren es, ja, wurde in Berlin eine Neuinszenierung vorbereitet, die Barbara Kemper hat Regie geführt, und es war meine erste Einstudierung, wo ich also schon ständig da war. Wir haben 3 Monate daran gearbeitet, es ging alles wunderbar. Was war das denn? Elektra. Elektra. Und dann kam er zur Aufführung. Und die Aufführung fand statt, wie ich dann heraufkam, stand er da oben. Ich wurde vorgestellt und er hat das gesagt, was eigentlich jeden Dirigenten gesagt hat, das war die beste Aufführung eines Stückes, die er je erlebt hat. Aber es freut einem dann doch, nicht? Nee, sag ich, Herr Doktor, bitte, danke vielmals, aber es ist nicht das, was ich hören möchte. Ich möchte wissen, was falsch war. Da schaut er mich ganz verwundert an und sagt, wenn es Zeit haben, kommen Sie morgen mit mir Mittagessen, da reden wir drüber dann. Dann bin ich da hingegangen und da sagte er, wissen Sie, ein kleines Detail, in dem Schlussgesang der beiden Frauen habe ich sehr oft Fortepiano geschrieben, weil ich Angst hatte, dass es nicht deutlich genug hat. Man weiß aber die Dinge, dieser dithyrambische Schluss, wo ja eigentlich immer wieder dieselben Worte vorkommen, das ist nicht wichtig, dass das immer wieder abgedeckt wird. Sagt er, wissen Sie was, rühren Sie nur fest um. Und dann sagte eines, und das ist wirklich eigentlich bezeichnend für die ganze Art eines Künstlers mit dem Alter zu denken. Er sagt, schauen Sie, ich bin von dem Stück meilenweit entfernt, weil es Jahrzehnte vergangen sind, dass ich es komponiert habe. Sie haben 3 Monate pro Tag wahrscheinlich 8 Stunden probiert und die weitere Zeit noch immer sich das durch den Kopf gehen lassen. Es ist schon richtig, wie Sie es machen. Und dann kam so ein mildes Lächeln auf sein Gesicht und sagte, und im Übrigen, in 5 Jahren machen Sie es ja doch anders. Das war so rührend gesagt, die menschliche Seite, dass man sich ja natürlich ändert und mit der Änderung in sich selbst natürlich auch die Werke, die man dirigiert. Das kann doch nicht alles gleich bleiben. Das ist die Entwicklung des Menschen und seiner künstlerischen Ansicht. Wenn man nach rückwärts schaut, deswegen habe ich so Angst, Stücke zu spielen, die ich mal aufgenommen habe, weil man weiß oft nicht, war es damals richtig oder jetzt richtiger nicht. Also es ist ganz klar, dass das wechselt einfach mit dem Menschen. Sie haben gesagt, dass Sie mögen das Wort Schlagtechnik, nicht? Aber sehen Sie, unter Schlagtechnik versteht man allgemein, in welcher Weise man den Takt und gewisse Dinge anzeigen muss. Das heißt also, es wird Ihnen gezeigt, wie Sie einen Viervierteltakt oder einen Sechsachteltakt schlagen und so weiter. Natürlich mit kleinen Änderungen. Einer hat es ganz genau gemacht, das war der Markewitsch, der hat in eine Klasse gehabt in Salzburg und da sind die Schüler aufgestanden und er hat vor einer Tafel dirigiert und alle wussten da, es sah wie eine Turnübung aus, nicht? Damit sie das genauso schlagen wie er. Ich glaube, man müsste sich zuerst einmal überlegen, was heißt das Ganze? Sehen Sie, die Beeinflussung durch optische Momente. Man sagt ja immer, schaut denn das Orchester wirklich hin? Da kann man sagen, natürlich nicht so, wie man normalerweise das für möglich hält, aber sicher sehen Sie in den Noten und mit einem Ecke ihrer Sichtverhältnisse werden Sie auch den Dirigenten sehen. Nun verleitet das furchtbar leicht dazu, dass man ein Werk, die Interpretation eines Werkes darin sieht, dass man selbst die ganzen, vor allem dynamischen Nuancen, selbst sozusagen mitdirigiert, was überhaupt keinen Zweck hat. Sie müssen ja sich überlegen,
wenn das kommt, ich würde sagen, die Illustration von Details in der Musik, dann sind die ja längst schon vorbei. Das kann ja nicht vorher sein, das kann ja nur mit dem Moment sein. Und das, auch das Korrigieren etwas, wir kennen viele Dirigenten, die unentwegt im Orchester lauter oder leiser andeuten, aber das bedeutet ja, dass sie schon, wenn die Stelle vorbei ist, plötzlich merken, es ist zu stark gewesen. Die Korrektur kommt um zwei Takte zu spät, sie ist sinnlos. Und das, glaube ich, sage ich immer Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, denen ich diesen Eindruck vermitteln will, das muss vorher gemacht sein. Denn wie bei allen diesen Dingen ist ja das Probieren das viel Wichtigere, als dass man eben eine Partitur dirigiert, also quasi die Taktstriche nach dirigiert und im Grunde genommen nicht die Musik, sondern die Vorschriften. Die Vorschriften müssen zuerst bekannt sein. Ja, schon. Ja? Pardon, aber es kann doch mal passieren, dass in einem Orchester eine Instrumentengruppe, ja, lassen Sie mich sagen, aus dem Ruder läuft und einfach zu laut wird in Gesamtbalance. Das müssen Sie doch korrigieren. Das tun Sie doch auch. Nein. Nein? Nein, das muss klar sein. Für mich muss das klar sein. Sie werden sehen, nie in einem. Der Ablauf muss absolut klar sein. Ich kann einem Vogelflug für Stunden zuschauen und sich fragen, vor allem bei größeren Massen, wie kommt es zustande, dass die automatisch die richtige Bewegung zusammen vollführen? Es ist eben eine Massenseele. Wenn Sie zu dem Moment kommen, wo aus 120 Menschen ein einziger Körper wird, und der kommt unfehlbar, es ist dasselbe Gefühl, wie wenn Sie plötzlich von der Piste sich in die Luft erheben und auf einmal kein Gefühl von Schwere mehr haben. Es ist dieser Sensation eigentlich sehr ähnlich und vergleichbar. Dann lenken Sie das Ganze eigentlich nur als geistige Angelegenheit. Und ich weiß genau, wenn ich mit geschlossenen Augen, weiß ich genau, dass einem Oisten der Atem auszugehen droht. Und eine kleine Bewegung, und ich bin über die Dings mit vielleicht schneller drüber, als es probiert war. Und am nächsten Tag sagen Sie, wie haben Sie denn das gemerkt? Sag ich, das spüre ich ganz genau. Die Spannung, werden Sie es aushalten? Da helfe ich Ihnen doch selbstverständlich. Nicht? Also das sind ganz sicher Dinge, wo sich zwei Geister, denn ich empfinde das Orchester effektiv dann als einen Menschen. Einen Menschen, mit dem man das Abenteuer erlebt, durch ein Musikstück sozusagen Hand in Hand zu gehen. Sie sind geboren 1908. In diesem selben Jahr gab es in München eine musikalische Sensation, die Uraufführung der 8. Symphonie von Gustav Mahler. Ja. Die haben Sie nie aufgeführt? Nein, nie kann man nicht sagen, noch nicht. Ja. Denn wir gehen weiter, aber wir lassen uns Zeit. Ich möchte die Dinge so weit haben, dass sie für uns eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit geworden sind. Nicht? Nur dann, glaube ich, kann man da von einem freien und ungehinderten Schaffen sprechen. Was ja schwierig ist bei diesem gigantischen Apparat auch. Sicher, sicher. Aber Sie sehen, wie oft die 9. einfach durch die Konzertsäle gegangen ist, durch die ganzen Festivals. Und die New Yorker haben sehr wohl begriffen, warum man das gemacht hat. Und das muss ich sagen, Sie reden jetzt von Ihrem Gastspiel in New York, in New York mit York, der 9. Ja, Maler. Ja, ja. Ich habe Sie unterbrochen. Ja, das kann man nur schneiden. Ich rede von dieses Jahr. Ja. Ja. Sie haben nicht nur spät angefangen mit Mahler zu dirigieren, sondern eigentlich auch Schostakowitsch. Warum bei Schostakowitsch? Es war im Grunde genommen genau dasselbe, weil ich eine so starke Meinung von Schostakowitsch habe. Ich muss nämlich wirklich gestehen, wenn ich komponieren könnte, würde ich so komponieren wie Schostakowitsch. Der ist mir irgendwo so artverwandt, dass ich eigentlich manchmal denke, ich habe selbst komponiert. Speziell die 10., die ich immer wieder mache, weil es eine Notwendigkeit für mich geworden ist. Und einer der wirklich glückhaften Konzerte in
Mosca war, wie er in dem Konzert war, in dem die Zehnte gespielt worden ist. Er war kurz vorher von unter ein Auto gekommen, war noch ziemlich verletzt und ist aber trotzdem ins Konzert gekommen. Man hat ihn dann auf das Podium heraufgehoben und ich weiß, wie er mir im Hals gefallen ist und gesagt hat, ich bin zu bewegt zu sprechen. Aber ich wusste ganz genau, man hat mit ihm eine wirkliche Verwandtschaft gehabt. Herr von Karajan, ein Stück wie die erste Brahms oder die sechste Tschaikowski müssen Sie ja gewiss viele hunderte Male aufgeführt haben. Kommt da nicht einmal der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt hängt es mal so zum Hals heraus, ich kann es nicht mehr? Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Sehen Sie, das ist das Merkwürdige und zwar noch besonders mehr durch die Arbeit mit Film, wo das aufgenommen wird. Wenn man einen Film schneidet, kann man ruhig sagen, dass man so ein Werk mindestens 40 bis 50 Mal noch als in Teilen natürlich, ja, ja. Weil ja jedes sagen wird. Und das ist mir und oft passiert, dass eine der Damen, die die Karten machen, mir gesagt hat, sagen Sie, können Sie das noch hören? Da habe ich ja gesagt einmal, ich glaube überhaupt die Stücke, die man aufgenommen und dann montiert, also nachdem sie geschnitten war. Ich glaube, die kenne ich überhaupt. Das sind die einzigen Stücke in der Literatur, die ich wirklich genau kenne. Denn wissen Sie, wenn Sie mit dem das Bild und das zusammenlegen müssen, dass das eine gewisse Synchronität hat, wird man noch einmal von innen heraus aufmerksam auf die Zusammenhänge, an die man fast gar nicht gedacht hat. Also niemals ist es mir passiert, dass wenn ich ein Stück aufgenommen hatte, und es dann im Konzert dasselbe dirigiert haben, war es für mich immer eine Bereicherung. Ich glaube, das könnte mir einfach nicht passieren. Sie meinen, Sie können sich nicht vorstellen, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass ich erste Brahms mehr wirklich auf die Nerven gehe. Aber es kommt wohl vor, dass ich in der Auswahl der Programme kommt dann ein Stück längere Zeit nicht vor. Ja. Ich glaube, das ist irgendeine Ökonomie. Ich kann nicht. Und ebenso kommt es vor, dass ich plötzlich mit zwingender Notwendigkeit ein Stück aufnehmen muss, das vielleicht 10 Jahre liegen geblieben ist. Sagen Sie mir bitte, was ist jetzt so quasi ein bisschen zur Seite geschoben? Ja, Mendelssohn zum Beispiel. Das habe ich eine Zeit lang viel gemacht, das habe ich jetzt weniger. Jetzt geht es eben bei mir hauptsächlich, Bruckner wird immer bleiben, das weiß ich, das kommt immer zurück, das ist so in mir drinnen ein solches Bedürfnis. Diese große Literatur, natürlicherweise Chorwerke. Ja, Sie geben mir das Stichwort zu meiner nächsten Frage. Sie dirigieren sehr häufig Werke wie die Matthäus-Passion, die H-Moll-Messe, das Requiem von Mozart, das von Verdi und immer wieder auch die Missa Solemnis von Beethoven. Ja. Das sind nun Werke, die mit dem Notentext allein nicht auszuschöpfen sind. Lassen Sie mich fragen, sind Sie ein religiöser Mensch? Ja, sicher. Ganz bestimmt und überzeugt. Ich gehe vielleicht nicht in die Kirche jeden Tag, aber ich bin wirklich, und wissen Sie, wenn man eigentlich gerade mit dieser Welt nicht nur zu tun hat, sondern in dieser Welt gelebt hat, ist es zwangsweise, dass man an seinem Glauben festhält. Wenn es um Ihre künstlerische Kompetenz geht, dann sind Sie oft von einer unerbittlichen Härte, sodass ein Außenstehender schließen könnte, es gingen Ihnen in Wirklichkeit um Macht, um Prinzipien mehr als um die Musik. In Wien, in Salzburg, in Berlin. Was meinen Sie? Ist da was dran? Nein, das glaube ich ganz sicher nicht. Es geht mir nur darum, wenn ich von einer Sache zutiefst überzeugt bin, und sonst würde ich mich nicht trauen, das zu einer, wollen wir sagen, öffentlichen Aufführung und vor allem vor ein Orchester zu bringen, wenn ich nicht wirklich weiß, was ich will. Und das war von der frühesten Jugend, das ging schon mit dem Klavier, ich habe ja bis zur Konzertreife Klavier studiert und habe ein ziemliches Repertoire sogar gehabt. Aber ich hätte mich nicht getraut, etwas zu verlangen, wenn ich nicht sicher wüsste, es geht das. Zufallsleistungen habe ich nie gemacht. Und da kann ich einfach dann sagen, bitte, entweder ist es möglich oder nicht. Man muss ja immer wissen,
was man verlangen darf und was man nicht verlangen kann. Nicht das Unmögliche. Ich glaube, das ist auch ein Teil von dem, was man Erfahrung nennt. Sie wissen, das kann gemacht werden und das andere wäre unsinnig zu verlangen, weil es einfach nicht machbar ist. Schauen Sie, ich bewundere immer Katzen, denen kann ich also sehr lange zuschauen. Wenn eine Katze irgendwo hinaufspringen will, dann geht sie zuerst hin und dann schaut sie hinauf, einmal, zweimal, dann misst sie ihre Größe. Wenn sie dann springt, kommt sie sicher rauf. Oder sie zieht den Schwanz an und geht weg, weil sie weiß, sie kann es nicht. Und das ist bei der Kunstausübung, ist es schon, glaube ich, sehr wesentlich, wenn man nichts Unsinniges und nichts Unmögliches verlangt, aber das muss dann, wenn nötig, mit aller Härte verlangt werden. Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, ich bin kein Mensch, der gehorchen kann. Können Sie auch nicht nachgeben? Gibt es nicht ein Stück La Clemenza di Carajan von Milton? Ja, aber das passiert mir immer wieder. Ich habe manchmal eine Vorstellung, zum Beispiel mit meinem Bühnenbilder Schneider Simmel, wo ich ihm sage, ich möchte das so und so haben. Und im Fall von Boris Godunov kam er mit eigentlich einem gegenteiligen Entwurf her. Ich habe es gesehen, habe sofort gesagt, Sie haben recht. Das auf keinen Fall. Nur wenn jemand seinen Standpunkt behaupten will, um zu zeigen, dass er stärker ist, das ist sinnlos. Nicht? Aber gerade bei künstlerischen Sachen, und ich glaube, diejenigen, die mich genau kennen, wissen, dass wenn jemand etwas besser kann wie ich, bin ich sofort so, weil ich lernen will. Die ganze Zeit, die ich die Filme mit Clouseau gemacht habe, nicht einen Moment würde ich gewagt haben zu sagen, das muss anders sein. Weil ich wusste, er kann es besser. Haben Sie nie komponiert? Nein. Also ich war in einer Kompositionsklasse von Franz Schmidt. Dem Komponisten? Ja, die Komponisten. Da habe ich diese, während ich in dem Dirigentenkurs war, musste ich zwangsweise da Komposition hören und da waren alle möglichen Talente drin und der eine kam an, was haben Sie, ich habe den dritten Akt meiner Oper jetzt fertig gemacht und Sie ein Klavierkonzert und so weiter. Und dann ging es immer ein Ja und Karin, ja, wissen Sie, ich bin jetzt noch am Denken, es ist noch nicht so weit. Na, das ging so weiter, ich würde zum Schluss eigentlich eine komische Figur und dann habe ich einmal gesagt, so geht's nicht weiter und habe mir einen Band von Heine-Gedichten da reingestochen, habe mir das erste, kürzeste Lied ausgesucht und habe das vertont. Und dann sagt, alle haben schon wieder gewusst, ich werde Nein sagen, sagt, ja, ich habe etwas, ein Lied, also alles war hochgespannt, das Lied wurde vorgespielt und dann hat sich liebe Schmidt, den ich trotzdem sehr verehrt habe, hat dann aufgestanden und hat gesagt, wissen Sie, Ihre Begabung scheint doch eigentlich mehr auf die Operette zu gehen. Und hat alles gebrüllt vor Lachen. Und dann war ich ja davon befreit, weil jedes Mal, wenn er mich wieder gefragt hat, habe ich gesagt, ich bin so schockiert durch sein hartes Urteil gewesen, dass mir nun wirklich nichts eingefallen ist. Ich habe wirklich nicht das Bedürfnis zu komponieren. Da unterscheide ich mich sicher nachteilig von meinen Kollegen, die das tun, aber ich muss sagen, ich kann es nicht. Es ist mir nie der Wunsch gekommen. Es ist nicht, dass es unterdrückt ist. Ich will nicht. Es gibt so viel gute Musik. Was soll ich schlechte machen? Ja. Sie haben sich, ich muss jetzt nochmal zurückkommen auf Ihr eigenes Institut. Sie haben auch in Salzburg, glaube ich, Experimente an sich selber machen lassen, ja, um festzustellen, wann beim Dirigieren die Anspannung am höchsten ist. Was, ja, ist dabei rausgekommen? Ja, wir haben die Apparaturen gehabt, die zum Beispiel die Astronauten haben, also wo der Herzschlag, der Blutdruck und vor allem die statische Elektrizität an den Händen gemessen wird. Die statische Elektrizität ist ein Maß des inneren Engagements für ein Musikstück, das Sie hören oder ausführen. Und da sind ganz merkwürdige Sachen passiert. Wir haben einmal diese Apparatur getestet am Schluss vom dritten Akt Siegfried. Da kommt doch eine Stelle, die also im Siegfried-Idyll dann eigentlich als Beginn ist, ja. Die fängt an, also so, dass ein Kind ein Orchester zum Spielen bringt, sie brauchen nur herunter und die fangen dann von selbst mit dem Pianissimo an. In der Oper wird dann gesungen und es geht dann hinauf in der Steigerung, bis die Brünnhilde in das hohe C hinaufsinkt. Nun, schon der Anfang, es war eine
nicht öffentliche Probe. Und das Orchester war blendend probiert. Bevor das losging, ging mein Blutdruck herauf auf nahezu 200. Ich frage Sie, warum? Ich wusste ganz bestimmt, wenn ich den Takt schon singe, wird es anfangen. Und trotzdem, die Erwartung hat diese Anspannung, die, wenn Sie wollen, fast ungesunde Anspannung, ausgelöst. In dem Moment, wo es dann begonnen hat, ist ganz normal geworden. Fraglos ist, dass in Stücken, in denen man riesiges Forte oder irgend so etwas ist, ist der Körper überhaupt nicht angespannt. Und auch nicht, wenn Sie viel zu tun haben? Nein, überhaupt nicht. Wir haben dann die Messungen gemacht. Wenn man aufhört, nicht? Und dann in sein Zimmer geht, das Maß, wie lang es dauert, bis der Herzschlag sich wieder beruhigt hat, das geht bei mir zwischen 50 Sekunden und einer Minute 10. Ja. Das ist überhaupt kein Maßstab. Wenn wir das nennen wir die energetische Phase, da durch die Anspannung, durch die Muskelanspannung, durch alles, wird automatisch das abgebaut, weil sie sich ausdrücken können. Ja. Es ist in manchen Fällen zum Beispiel eklatant in der Matthäus-Passion. Sie haben die Choräle, nicht? Ja. Und nach jedem Versteil ist eine kleine Pause und dann geht's weiter. Ja, das kann doch im Grunde genommen ein Kind, es kann sogar die gläubige Gemeinde, da ist nie viel auseinander. Wissen Sie, dass das für uns eine ungeheure Anspannung ist? Ich kann Ihnen die Antwort nicht einmal geben, warum das so ist. Sie spüren wenn das? Wenn ich einmal so sage, ja. Denn dann. Ich brauche nur zu atmen und der Chor atmet mit mir. Nun ist das ja auch eine Musik, die, so schlicht sie ist, natürlich von einer ungeheuren seelischen Gewalt ist. Ja, absolut. Ja, aber die seelische Gewalt könnte ja auch in den vier gesungenen Noten zum Vorschein kommen. Die kommt aber nicht zum Vorschein, die kommt erst zum Vorschein, in dem Moment, wo das eine aus und das andere anfängt. Diese halbe Sekunde ist fast lähmend. Noch ein solcher Fall ist im Tristan. Wenn der zu singen anfängt, wo ich erwacht, weil ich nicht, wo ich weiß, das kann ich dir nicht sagen. Da ist immer, wird gespielt, nicht? Dann singt er eine Phrase, dann ist eine Pause. Diese Pause, man glaubt, sie hört nicht auf, nicht? Ja. Und weil man weiß, es geht weiter, es hat aber immer wieder seine Bremse, mit der es zum Stillstand kommt. Das ist eine der anstrengendsten Sachen zu dirigieren. Ist das vielleicht einfach wirklich nur eine Sonderform von Lampenfieber? Vielleicht, ich kenne Lampenfieber eigentlich nicht, und zwar von dem Moment ab nicht mehr, wo ich das Klavierspielen aufgegeben habe. Beim Klavierspielen hatte ich es. Ich bin manchmal noch zurückgerannt auf dem Weg im Konzertsaal, um bei mir oben zu probieren, ob es noch geht. Dann ist es nicht gegangen, dann war man noch aufgeregter. Ich habe sie beim Dirigieren überhaupt nicht. Meine Reaktion ist, dass ich kurz bevor ein immenses Schlafbedürfnis habe. Wenn ich durch das Neudorf von Mönchsberg fahre zu einer Aufführung da und mir noch jemand sagen würde, es kann leider die Vorstellung nicht stattfinden, würde ich am Fleck einschlafen. Das ist natürlich, wenn ich dann im Moment, wo ich aussteige, weiß, dann bin ich voll von Dings, ich möchte. Aber das ist vielleicht die einzige Reaktion. Jetzt, wenn Sie sagen, ist das eine Form von Lampenfieber? Ich will Ihnen etwas anderes sagen. In der siebten Sinfonie von Beethoven ist im letzten Satz, ist einmal dann eine Art Generalpause, es sind zwei Takte. Ja. Nicht? Und als junger Dirigent habe ich mich da mal geirrt. Ich wollte schon den nächsten Takt und es ist dann also halb angefangen, halb nicht angefangen worden. Es war ein Durcheinander. Ich habe mich darin auch messen lassen, in diesem Stück. Und obwohl ich todsicher weiß, es kann überhaupt, auch wenn ich es selbst nicht wüsste, ich brauche nur nichts zu tun, das Orchester spielt, das geht's. Jedes Mal habe ich einen Schock. Wie werden Sie fertig mit dem Alter? Ist das ein großes Problem für Sie? Ja, ich will Ihnen sagen, manchmal weiß ich gar nicht, wie alt ich bin. Und es passiert mir sehr oft, dass ich eigentlich vor lauter Erwachsenen stehe. Ich habe durch meine ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, ich bin ein zurückgebliebenes Kind.
Das ist durch viele Dinge beeinflusst worden, dass man eben mich als den Zweitgeborenen immer den Bruder vorgestellt hat, der ist groß und stark und ist klein und schwach. Und das habe ich natürlich wahnsinnig gemacht. Aber das ist mir in dem Weise geblieben, dass ich eben noch manchmal mich selbst als eigentlich als Kind sehe. Und dann plötzlich im Lift, wir machen ihnen alle Platz und jeder will, dass sie zuerst zur Tür herauskommen, dann kriege ich das wie einen Schlag ins Gesicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir unangenehm. Nur sicher habe ich früher und tue ich genauso jetzt alles getan, um trotz dieses Alters so weit wie möglich fit zu bleiben und das Maximum herauszubekommen. Nun muss man ja dabei eines sagen, wenn man älter wird, manche Dinge bekommt man ja dann als Ersatz für das andere, was man verliert. Und das ist ohne Frage die große Erfahrung im Beruf. Sehen Sie, ich glaube, man kann es vergleichen mit einem Chirurgen. Wenn der zum ersten Mal die schwierigen Operationen macht, denkt er sicher, und das hat mir mein Vater bestätigt, dass irgendetwas passieren kann, etwas Unvorhergesehenes, also dass eine Ader plötzlich platzt oder irgend so etwas, was zu einer Katastrophe führen kann. Davon wird ein erfahrener Chirurg wahrscheinlich überhaupt nicht berührt, dem ist es so oft passiert. Und dann hat er die richtige Abwehrmaßnahme ergriffen, es war dabei gar nichts. Das ist bei uns auch so, wie ich das erste Mal Meistersinger dirigiert habe, und das war in Ulm. Ich habe das schon gesagt von meinem Kollegen, der wurde auf Bestellung krank und ich habe dann, weil wir wollten ja jeder die Oper vom anderen auch dirigieren, nicht? Und dann bin ich so eingesprungen, ich bin also ungefähr mit dem Krankenwagen nach Hause gebracht worden, weil ich so vollkommen fertig war, weil ich jeden Moment gedacht habe, es bricht auseinander. Überhaupt kein Grund, es ging ganz normal, aber das hat man noch nicht und später kriegt man das und das erspart ihnen natürlich wahnsinnige Kräfte und lässt ihnen natürlich die Reserven frei zu einer wirklichen Interpretation, weil da denkt man ja bei uns heute nicht mehr, was kommt jetzt oder was kommt nicht, es ist ein Ablauf, den man kontrolliert. Ich glaube, das ruhig sagen, ich sehe in einer Symphonie, sehe ich, wenn ich beginne, sehe ich schon das Ende. Verstehen Sie, Sie übersehen das Ganze. Das ist natürlich eine Folge, dass man es so oft gemacht hat. Also, deswegen spart man da ein Konzert, strengt mich überhaupt nicht an. Und das macht natürlich, dass man viel mehr und viel größer zu einem Genuss kommt. Deswegen ist es für mich, es ist unaufhaltsam, es ist sinnlos, sich gegen etwas zu rebellieren. Nur, ich finde nicht rebellieren, sondern mit der Sache leben. Dass Sie, wenn Sie das genau beim, bei zum Beispiel, Sie wissen, ich bin ein begeisterter Yachtsegler und bei den Rennen haben wir natürlich immer zu, dann wie kann man das am besten machen, wenn jemand kommt und mir sagt, wissen Sie, der Kampf gegen die Natur und gegen die Elemente, das ist kompletter Unsinn. Entweder Sie spielen die Regeln mit, die die Natur Ihnen vorschreibt, dann ist es unglaublich, was Sie aushalten können. Und was Ihr Schiff aushält, wenn es richtig behandelt wird. Wenn Sie den kleinsten Fehler machen, werden Sie wie ein Zwetschgenkern zerdrückt. Haben Sie alles erreicht, was Sie sich vorgenommen haben? Ja, ich würde sagen, die Grundlagen ja. Und jetzt kommt also der einzige Wunsch, den ich hätte, ich wäre lieber 20 Jahre später geboren worden. Denn die Entwicklung, die jetzt kommt für uns, wird doch sehr interessant werden. Und das weiß ich ganz genau. Was meinen Sie? Na, die Entwicklung, wir haben von Massenmedien gesprochen. Ja. Und das ist jetzt eine neue Entwicklung, von der wir noch nicht wissen, wo sie hingeht. Aber gehen wir mal zurück. Ich muss wirklich sagen, dass ich meinem Schicksal äußerst dankbar bin für manche Dinge, die es mir gegeben hat. Zuerst einmal, dass ich an dieser Entwicklung des, wie ich zuerst sagte, der Explosion der Musik, die zuerst für einen relativ kleinen Kreis war, und dass wir eine ganze Welt davon überzeugen können, dass das ein Wert ist, der meiner Meinung nach nie aufhören wird, dass ich darin teilnehmen durfte. Und ich habe diese Entwicklung doch vom Anfang an, das ist direkt nach dem Weltkrieg,
mitgemacht bis zum heutigen Tag, wo wir doch auf einem Standpunkt angekommen sind, dass man sagen kann, zumindest jetzt mit dem Compact Disc, ist eine Wiedergabe möglich geworden, die ja eigentlich kaum mehr schöner sein kann. Jetzt kommt aber das andere, und das ist der Teil der Video. Sie wissen ganz genau, dass ich eine Zeit lang dirigiert habe, und dann war mir einfach das Ansehen einer Inszenierung, die ich nicht selbst gemacht habe, hat mir die Lust an der Musik weggenommen. Deswegen führe ich mit natürlich mindestens im zehnfachen Kräfteaufwand die Sachen selbst durch. Genauso ist das jetzt. Jetzt sind wir so weit, dass wir alles, was auf der Bühne und im Konzertsaal geschieht, aufnehmen können. Ich war im Zweifel, wo die Entwicklung hingeht, bis vor ganz kurzer Zeit. Und wie ich mit der Bildplatte bekannt geworden bin, habe ich gesagt, das ist die wirkliche Entwicklung. Und fange jetzt an, ein Repertoire, sagen wir von 30 oder 35 Werken. Symphonischen Werken. Symphonischen Werken. Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Strauss, Mahler, Bruckner und so weiter. Wenn es auch nicht alle sind, aber immerhin die wichtigsten, die aufzunehmen. Und natürlich besonders auch die Bühnenwerke, die wir in Salzburg aufführen. Aber jetzt wird die Zeit natürlich sehr kurz. Ich kann mir ja vorstellen, das braucht man sich ja keine Illusionen zu machen. Ich fange jetzt also nicht ein Wettrennen an, aber man muss die Dinge sehr konzis, und natürlich wird man nie das, was man auf dem Sektor des Konzerts, wo man eigentlich wirklich das ganze Repertoire vorstellen kann, das wird in der Oper nicht sein. Und ich würde wünschen, oder ich könnte mir es vorstellen, ich weiß, es ist nicht möglich, aber das hätte ich eigentlich sehr gern noch so lange fortgesetzt, bis ich die Dinge, um die es mir im Innersten geht, wirklich niedergelegt habe. Also muss ich wahrscheinlich auf eine zweite Existenz warten, nicht? An die ich fest glaube.